Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte, liebe Frau Kirnmaier. Ich muss mich auch erst mit der Technik hier so ein bisschen befreunden, aber das gelingt, glaube ich, einigermaßen. Freue mich natürlich sehr über die Einladung, hier sprechen zu dürfen, über ein Thema, über das ich sonst eher selten spreche. Es ist ein ziemlich bildreicher, kurzer Beitrag. Wir fangen an mit einem Bild, das ein Ausschnitt aus einem Souvenirfoto ist vom Herbst 1930. Der Herr mit Kahlkopf vorne ist der damalige deutsche Botschafter in Teheran, Friedrich Werner Graf Schulenburg. Sie hörten es ja gerade schon. Etwas versteckt hinter ihm mit Hut Ernst Herzfeld, auch der Name fiel ja gerade schon, Professor für vorderasiatische Archäologie an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin. Die beiden Männer hatten über mehr als 15 Jahre immer wieder miteinander zu tun, auch einen sehr lebendigen Briefaustausch. Nun, sie teilten die Leidenschaft für die Erforschung der Kulturen des Alten Orients. Herzfeld als einer der führenden, wirklich weltweit führenden Spezialisten seiner Zeit für dieses Gebiet, Schulenburg als historisch interessierter Diplomat und Sammler. Schulenburg, Herzfeld. Und hier das Foto von 1930 insgesamt. Es wirkt ein wenig auf den ersten Blick wie Monets Frühstück im Freien, zeigt es doch Damen und Herren der offenbar besseren Gesellschaft, die sich auf einer Picknickdecke niedergelassen haben. Keine Weinflaschen wie bei Monet, sondern zwei Thermosflaschen, die man erkennen kann. Hier vorne eine und ich glaube da hinten irgendwo noch eine. Da ist wahrscheinlich Tee drin, dann sieht man noch Früchte und Spielkarten. Das ist auch eher ein bisschen ungewöhnlich. Das Foto entstand während einer Reise Schulenburgs von Teheran über Isfahan nach Shiraz, bei der vor allem der Besuch der antiken Städten wie zum Beispiel Pasargadae oder Persepolis auf dem Programm stehen. Ernst Herzfeld, der jetzt hier so halb versteckt hinter ihm zu sehen ist, der an den beiden genannten Orten in den 20er Jahren spektakuläre Grabungen vorgenommen hatte, begleitete die Reisegruppe zumindest für einige Zeit. Schulenburg genoss die Gesellschaft des berühmten Archäologen, lernte gewiss auch sehr viel von ihm, was sein Forschungsgebiet angeht. Herzfeld seinerseits brauchte Schulenburg schon, um die Früchte seiner Grabungen sicher nach Berlin auf die Museumsinsel zu schaffen, was ohne diplomatische Hilfe zur damaligen Zeit offenbar kaum möglich war. Natürlich auch ein interessanter Aspekt hinsichtlich der allgegenwärtigen Provenienzdiskussion. Man muss wissen, Friedrich Werner Schulenburg genoss als Botschafter in Teheran großes Ansehen. Reza Pahlavi, der spätere Schah, der sich 1923 an die Macht geputscht hatte, schätzte den Botschafter sehr. Die Freundschaft ging so weit, dass er ihm sogar ein Grundstück im Herzen von Teheran schenkte. Hintergrund war aber auch eine damals bereits in Ansätzen bestehende strategische Partnerschaft, so kann man das, glaube ich, nennen, zwischen dem Deutschen Reich und Iran. Vor allem was den Aufbau einer modernen technischen und verkehrstechnischen Infrastruktur in dem vorderasiatischen Land anging. Iran brauchte für die Modernisierung des Landes deutsche Hilfe. Hier neben einem rechts offiziellen Foto des Schahs von 1931 eine Aufnahme, die den Monarchen in Begleitung des Botschafters bei der Besichtigung der neuen, damals gerade neu errichteten transpersischen Eisenbahn zeigt, ungefähr zur gleichen Zeit. Und das war natürlich ein Projekt, wie man sich vorstellen kann, an dem die deutsche Industrie in einigem Maß beteiligt war. Privat allerdings war Schulenburg ein leidenschaftlicher Sammler, das habe ich schon kurz erwähnt, und Kunstliebhaber. Im Iran scheint er sich schon aufgrund seines lebendigen Austauschs mit Herzfeld für die historischen Stätten des Landes sehr interessiert zu haben. Wir sehen ihn hier an den Ruinen von Pasargadae, das ist links im Bild.
der ersten Residenz des Perserreiches. Im 6. Jahrhundert vor Christus wurde die Stadt von König Kyros II. Und dessen Nachfolger aufgebaut. Kurz darauf, um 520 vor Christus, verlegte Dareios I. die Hauptstadt ins 87 Kilometer entfernte Persepolis, das wir hier rechts sehen können. Das kommt jetzt im nächsten Bild. 9 Jahre nachdem das eben gezeigte Foto von 1930 entstand, also im Jahr 1939, hat Schulenburg, inzwischen schon deutscher Botschafter in Moskau, anlässlich der Hochzeit des Kronprinzen Mohammed Reza Pahlavi, zu der er eingeladen war, noch einmal Gelegenheit, Iran zu besuchen. Er nutzt ein Sonderflugzeug, eine Ju-52 der Lufthansa, das ihn von Moskau nach Teheran gebracht hat, noch für einen Abstecher nach Persepolis. Wir sehen den Altertumsbegeisterten, und er landet, wie wir hier sehen, direkt neben den archäologischen Stätten. Also das ist dieses Flugzeug hier vor den Ruinen von Persepolis. Aber die archäologische Begeisterung des Diplomaten beschränkte sich nicht auf die steinernen Zeugnisse des antiken Persien. Der leidenschaftliche Sammler erwarb in seiner Teheraner Zeit, vermutlich auch mit Herzfelds Hilfe, immer wieder bronzezeitliche Funde aus Luristan, die gerade unter westlichen Sammlern seiner Generation große Beliebtheit hatten. Wie meine Kollegin Natascha Bagapur Ihnen in wenigen Minuten zeigen wird, ist der größte Teil dieser Sammlung heute im Besitz des Archäologischen Museums hier in Frankfurt. Einige wenige Stücke jedoch sind noch in unserer Familie verblieben und zum Teil als Dauerleihgaben auf der eben schon genannten Burg Falkenberg ausgestellt, wo es seit 5 Jahren ein Museum gibt, das Friedrich Werner Schulenburg gewidmet ist. Ich zeige hier eine Vitrine mit 4 dieser Luristan-Bronzen. Das sind die Stücke hier vorne, also 1, 2, 3 und hier dieser Dolch. Zusätzlich, ganz interessant, eine kleine Elefantenfigur hier oben. Das ist möglicherweise eine Schachfigur, und dann so aus dem 18. Jahrhundert auch ein Dolchgriff aus Elfenbein. Besonders interessant im Hinblick auf den Sammler ist aber eigentlich dieses Stück hier, das jetzt nichts unmittelbar mit Luristan zu tun hat. Es ist eine römische Öllampe, aber nicht eine irgendwie aus Latium, sondern sie wurde gefunden laut einer Notiz, die wir bei diesem Stück gefunden haben, auf der Halbinsel Krim im Schwarzen Meer. Ihnen natürlich auch aus aktueller politischer Lage heute heraus immer wieder ein Begriff. Es ist somit ein faszinierendes Zeugnis für den regen Handelsverkehr zwischen eigentlich sehr fernen Kulturen, eben dem Römischen Reich und allen möglichen östlichen Nachbarn. Und dafür steht dieses Stück wirklich wie ein Symbol, kann man sagen. Und insofern eben auch einem Diplomaten wie dem Schulenburg, sagen wir mal, emotional wahrscheinlich sehr, sehr nahe. Das verrät jedenfalls eine ganze Menge über den Sammler und seine Vorlieben. Es ist aber an der Zeit, dass ich natürlich in aller Kürze, wir erfahren ja heute hauptsächlich auch etwas über die Sammlung, Ihnen zunächst den Menschen Schulenburg ein wenig vorstelle. Er war Sohn eines preußischen Offiziers. In seiner Kindheit zog die Familie innerhalb Deutschlands immer wieder um. Auch im Frankfurter Westend hat er mal einige Zeit gelebt. Es war, glaube ich, in Frankfurt auch zur Schule gegangen. Nach dem Abitur folgten Wehrdienst und ein Studium der Rechtswissenschaften in Lausanne, Berlin und München. Und 1901 ist er dann als 25-Jähriger oder 26-Jähriger in den Auswärtigen Dienst eingetreten. Da die Familie nicht sehr begütert war, kam für ihn nur die konsularische Laufbahn in Frage. Nach Dienstjahren in Barcelona, Lemberg, Prag, Neapel und Warschau wurde er 1911 kaiserlich-deutscher Konsul in der georgischen Hauptstadt Tiflis, die damals noch zum russischen Zaren, also eine Provinz des russischen Zarenreiches war. Wir sehen hier Schulenburg an seinem Schreibtisch in Tiflis im Konsulat, irgendwann in den Jahren 1911 bis 14. Es ist gewiss kein Zufall, dass hinter ihm hier oben
ein Porträt des großen Bündnispolitikers Otto von Bismarck an der Wand hängt, dessen diplomatisches Geschick im politischen Agieren zwischen den europäischen Großmächten Schulenburg mit Sicherheit ein wichtiges Vorbild war. Dass Schulenburg auch ein Genussmensch war, zeigt dieses Foto vom Salon gleich nebenan, wo der Konsul sehr entspannt, der Gast noch ein bisschen entspannter mit Füßen auf dem Tisch, ein Glas Wein trinkt und wie eine Vorahnung des heraufziehenden Ersten Weltkriegs, gewissermaßen des Untergangs des Abendlandes, um hier mal Oswald Spengler zu bemühen, wie so ein Menetekel wirkt diese sehr, sehr damals extrem berühmte Toteninsel von Arnold Böcklin. Die ist, glaube ich, vom Künstler selbst allein in 5 Varianten und dann natürlich in zig Reproduktionen zu kaufen gab und die eben sicher auch nicht ganz zufällig hier hängt. Die Jahre in Tiflis waren für den Diplomaten in mehrerlei Hinsicht bedeutsam. Es war seine erste intensive Begegnung mit dem Orient und seinen ganz unterschiedlichen Kulturen. Dafür war sicherlich Georgien ein hervorragendes Terrain. Außerdem lernte er ein wenig die Landessprache, was ihm später in Moskau bei seinen wiederholten Begegnungen mit dem Georgier Stalin sicherlich von einigen Nutzen war. Vermutlich war dies auch die Zeit, in der Schulenburg zum Sammler allmählich wurde. Unter anderem begeisterte er sich für kaukasische Teppiche, wie schon die Ausstattung des Salons hier im unteren Bereich zu erkennen gibt. Es muss um die 60 solche georgischen Teppiche allein in Moskau gegeben haben, die er zurücklassen musste, nachdem der Russlandfeldzug begann. Vermutlich war dies, das habe ich gerade schon gesagt, sorry, jetzt kommt das nächste Bild, durch und durch Diplomat, ausgestattet mit Neugier auf seine Gastländer war Schulenburg, was, wie es scheint, immer wieder und immer fort auf Reisen. Wir sehen ihn hier bei einem Ausritt im Kaukasus mit einheimischen Begleitern. Er begegnet sein Leben lang vielen Menschen, auf die er mit Aufgeschlossenheit und besonderer Liebenswürdigkeit zuging. So hört man es immer wieder. Dabei muss er selbst ein außerordentlich charismatischer Mensch gewesen sein. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs findet die, wie es scheint, in vieler Hinsicht angenehme Zeit in Tiflis ein jähes Ende. Als Reserveoffizier wird er eingezogen und zunächst an die Westfront nach Frankreich geschickt. Doch schon bald beginnt eine bis heute nur unzureichend recherchierte Zeit in seinem Leben, in der er als Verbindungsoffizier, wie das hieß, dem Deutschen Reich verbündeten Osmanischen Reich und in benachbarten Regionen des Vorderen Orients unterwegs war. Gelegentlich reiste er auch mit falschem Pass hier als Dr. Heinrich Bergfeld durch dieses zerfallende Osmanenreich. In Missionen zwischen Militär und Diplomatie, die man wahrscheinlich auch ein bisschen sowas wie Spionage bezeichnen kann, hält er sich in den Jahren 1917, 18, die ja besonders turbulent sind, in Beirut, Damaskus und Palästina auf. Wichtiger wird noch seine Tätigkeit an den östlichen Rändern dieser Region, an der Schwarzmeerküste, eben in der Kaukasusregion, die er ja nun schon intensiv kannte. In der Folge der Oktoberrevolution in Russland, Sie wissen das, 1917, und des darauffolgenden Durcheinanders, es gab ja erstmal so einen Bürgerkrieg, keimte in Georgien in den Jahren 17, 18 für kurze Zeit die Hoffnung auf, dass man einen unabhängigen Staat gründen konnte. Und Schulenburg, sicherlich auch als Vertreter deutscher Interessen, wurde insgeheim damit beauftragt, eine georgische Armee aufzubauen oder die jedenfalls, sagen wir mal, militärisch auf Vordermann zu bringen. Ja, und das ist natürlich eine heikle Geschichte gewesen, über die man nicht viel erfährt, weil das natürlich so ein Geheimprojekt war. Was wir in seinem Nachlass gefunden haben, das ist mir erst so vor ein paar Monaten mal beim systematischen Durchgehen einiger Sachen, die wir noch zu Hause liegen haben, aufgefallen. Da ist er so richtig Offizier und Stratege, sind unterschiedliche Landkarten von Georgien, also dem Land, mit dem er sich am intensivsten beschäftigte. Da gab es solche aus einer alten deutschen Publikation, wo das Thema der russisch-türkische Krieg von 1877 war.
Eine französische Karte kommt davor, dann eine russisch-menschewikische und eine russisch-bolschewikische. Die bolschewikische ist die, die wir hier sehen. Sie sehen es da oben in der Ecke. Sie ist sowohl kyrillisch als auch arabisch, also persisch beschriftet. Das vielleicht so ein bisschen in der Philosophie der Weltrevolution, die ja nun das sowjetische Imperium versuchte aufzubauen. Ansonsten aber natürlich auch eine Wirtschaftskarte. Hier sind also wichtige Landwirtschafts- und Wirtschaftsprodukte in Symbolen wiedergegeben. Das spielte natürlich auch strategisch gesehen eine wichtige Rolle. Im heutigen Georgien genießt Friedrich Werner Schulenburg aufgrund seiner Pionierarbeit für diesen im Entstehen begriffenen und dann gleich wieder zerbrechenden georgischen Staat hohes Ansehen. Obwohl eben mit der Niederlage Deutschlands und des Osmanischen Reichs, kein Wunder, 1918 die Träume der Georgier ganz schnell wieder zerplatzt sind. Für Schulenburg brachte die Abdankung Wilhelms II. 1918 eine entscheidende Wende. Obwohl er als Spross einer alten Adelsfamilie ganz und gar im Feudalstaat sozialisiert war, brachte ihm die Ausrufung der Weimarer Republik einen überraschenden Vorteil. Nämlich die fehlenden materiellen Mittel, seine Familie, also die engere Familie war ja nicht sehr begütert, die war plötzlich kein Hinderungsgrund mehr und der fähige Diplomat konnte ganz ungehindert in den höheren diplomatischen Dienst wechseln. 1923 geht Schulenburg wird er deutscher Gesandter in Teheran, wo er die kommenden 8 Jahre das Deutsche Reich vertreten wird. Hier ein seltener Einblick in eine Parlamentssitzung in Teheran in den 1920er Jahren, ein Foto aus dem umfangreichen Fotonachlass von Friedrich Werner Schulenburg, der sich heute im Bundesarchiv in Berlin befindet, dem wir auch für die Reproduktion hier in diesem Vortrag danken müssen, für die Repositionsrechte. Die vergleichsweise langen Jahre in Teheran zählten vermutlich auch zu den entspanntesten in dem ansonsten ja recht turbulenten Diplomaten- und auch Offiziersleben von Friedrich Werner Schulenburg. Eine Karikatur von 1924 zeigt einen hoch aufgewachsenen, elegant gekleideten Herrn mit Zigarre, einen richtigen Grand Seigneur. Schulenburg war ein Damenfreund und Genießer, anders kann man das nicht nennen, wenn man seinen Nachlass durchschaut, der sich auch angeblich jeden Tag um 11 Uhr früh schon eine Flasche Wein auf den Bürotisch stellen ließ. Er schien im Übrigen im Büro grundsätzlich nicht vor 10 Uhr morgens. Dabei, und das erklärt vielleicht, warum er erst so spät erschien, er war ein eifriger Briefeschreiber, der buchstäblich jeden eingehenden Brief, dienstlich oder privat, guter Beamter wie er war, mit Eingangsstempel versah und seine Antwort im Durchschlag dann nochmal abheftete, also und dann auch mit einem Abgangsvermerk versah. Das ist also wirklich alles extrem gut dokumentiert bei ihm. Rechts neben ihm sehen wir hier in der Folie die in St. Petersburg aufgewachsene deutschstämmige Alwine von Duberg, die seit den Teheraner Jahren bis zu dem Tod der beiden im Jahr 1944 eine Lebensgefährtin und die engste Vertraute von Friedrich Werner Schulenburg wird. Da wir gleich noch etwas über die archäologischen Sammlungen von meinem Großonkel hören werden, werde ich ansonsten jetzt ihn als Kunstsammler nicht so ausführlich vorstellen. Ich möchte nur ganz kurz sozusagen beispielhaft hier noch drei persische Miniaturmalereien zeigen, die eben auch zu seinen verschiedenen Dingen zählen, die er im Laufe seines Lebens zusammengetragen hat. Den Höhepunkt seiner diplomatischen Karriere erlebte Schulenburg nach einem Zwischenspiel in Bukarest 1934 mit der Ernennung zum deutschen Botschafter in Moskau. Diesen Posten unter dem Dienstherrn Adolf Hitler und in nächster Nähe zum Diktator Stalin im Kreml war zugleich mit Abstand der schwierigste seines Lebens.
Wie das hier gezeigte Foto am Eingang des Botschaftsgebäudes in Moskau im Jahr 1936 schon ahnen lässt, war die Botschaft fast so etwas wie eine Familie, auf jeden Fall so eine Art Schicksalsgemeinschaft in wirklich prekärem Umfeld des kommunistischen Moskau. Mein Vater, der als 14-Jähriger seinen Onkel in Moskau mal besuchen durfte, erzählte mir, wie er mit seinem Bruder zusammen mit dem Onkel beim Skat saß abends mit dem Botschafteronkel. Die beiden Jungs waren dann irgendwann müde und sind ins Bett gegangen und am nächsten Morgen erfuhr dann mein Vater, dass der Onkel noch in den Kreml bestellt worden war gegen Mitternacht und dass Stalin mit ihm irgendwelche Verhandlungen zu führen hatte, also Stalin und sein Stab, kann man annehmen. Tatsächlich war Schulenburg unter den Diplomaten in Moskau der Einzige, der immer wieder mit dem engsten Führungsstab der UdSSR zu persönlichen Gesprächen zusammenkam. Das Drama dieser Jahre kann ich an dieser Stelle natürlich nur in aller Kürze darstellen. Schulenburg, der im Prinzip Humanist und Diplomat war, obwohl auch Offizier, bemühte sich verzweifelt um eine stabile deutsch-sowjetische Verständigung. Doch der Hitler-Stalin-Pakt, zu dessen Unterzeichnung Außenminister Ribbentrop 1939 wenige Wochen vor Kriegsausbruch nach Moskau flog, war der Todesstoß für all diese Bemühungen. Tatsächlich hatte der Botschafter monatelang an den Vorbereitungen eben dieses Vertrages maßgeblich mitgewirkt. Doch ein an ihm vorbei aufgesetztes geheimes Zusatzprotokoll, das vor allen Dingen die Aufteilung Polens zum Gegenstand hatte, konterkarierte alle seine Bemühungen. Er hat darüber sehr verbittert in privaten Briefen geschrieben, wo er die ganze Tragödie kommen sah, die dann folgte. Und als Hitler 1941 gegen Schulenburgs ausdrückliche Warnung die Sowjetunion überfiel, war für Schulenburg klar, dass dies nur in einer Katastrophe würde enden können. Bald danach suchte er inzwischen auf einen unwichtigen Posten im Auswärtigen Amt in Berlin abgeschoben, den Kontakt zu den Widerständlern im weiteren Sinne um Stauffenberg. Eine persönliche Katastrophe für ihn ist, dass seine Lebensgefährtin, die wir schon kurz kennengelernt haben, Alla von Duberg, die unter den verzweiflungsvollen Umständen dieser Zeit ein Alkoholproblem entwickelte und gelegentlich dann sehr offen ihre Meinung über das Dritte Reich äußerte, Anfang 1944 verhaftet wurde und wenig später in einer sogenannten psychiatrischen Heilanstalt ermordet worden ist. Wenige Monate später, nach dem Scheitern des Stauffenberg-Attentats, wurde dann auch Friedrich Werner Schulenburg verhaftet in einem Schauprozess vor dem Volksgerichtshof von Freisler, angeklagt und kurz danach hingerichtet im November 1944. Ich möchte noch erwähnen, dass fast alle Foto- und Dokumentarmaterialien, die wir jetzt hier in aller Kürze gesehen haben, aus Burg Falkenberg stammen, einer mittelalterlichen Festung, die Schulenburg in den 1930er Jahren erworben hat, als Ruine und dann bis Anfang des Krieges um 1940 restaurieren ließ. In seinen letzten Lebensjahren, als er eben diesen Abstellposten im Auswärtigen Amt nur noch hatte, 1941 folgende, verbrachte er hier immer wieder mal einige Tage oder einige Wochen, je nachdem, wie seine beruflichen Verpflichtungen das erlaubt haben. Hier sehen wir ihn 1943 in seinem Arbeitszimmer auf der Burg. Ich selbst bin in dieser Burg aufgewachsen und habe sie zusammen mit meiner Mutter und meinem Bruder dann allerdings leider aus finanziellen Gründen 2009, also noch gar nicht vor allzu langer Zeit, an die Gemeinde Falkenberg, also den kleinen Ort drumherum, verkaufen müssen, muss ich dazu sagen. Das liegt im Nordosten Bayerns gegenüber von dem böhmischen Bäderdreieck. Von Marienbad und Karlsbad ist es nicht sehr weit auf der bayerischen Seite. Landkreis Tirschenreuth, wenn das jemandem was sagt. Heute ist die Burg an der bayerisch-tschechischen Grenze, wie ich gerade sagte, ein kleines Hotel und ein Tagungszentrum mit einem wirklich sehenswerten Museum. Wir schauen hier gerade in den Raum hinein. Es ist relativ klein räumlich, aber es ist in diesem einen Raum sehr viel zu sehen. Es ist auch ein sehr modernes Museum. Es ist in drei Sprachen, Deutsch, Englisch, Tschechisch, weil eben so dicht an der tschechischen Grenze und eben mit diesen diversen Touchscreens ausgestattet, wo man sich durch dieses wirklich sehr, sehr umfangreiche Material zur Geschichte und auch zu der
Biografie meines Großonkels durchklicken kann. Und dazu sind eben einige Sachen, hier seine Schreibmaschine, von der ich schon indirekt berichtete, er war ja so ein fleißiger Briefeschreiber, und ein paar Möbel aus seinem Besitz sind hier mit ausgestellt. Ja, und damit bin ich eigentlich am Ende dieses biografischen Vorspanns. Es geht ja im Eigentlichen jetzt gleich um die Sammlung hier gleich nebenan im Archäologischen Museum. Ich hoffe, ich habe jetzt Ihre Aufmerksamkeit nicht zu lange mit diesen biografischen Dingen beansprucht und bedanke mich für alles.